Wir kommen zum nächsten Thema. Hartz IV, das offiziell ja Arbeitslosengeld II heißt, das gehört seit es eingeführt wurde, Anfang 2005 zu den am häufigsten und kontroversesten Debattenpunkten hier im Bundestag. Nun sinkt die Zahl der Arbeitslosen im Moment kontinuierlich, die Arbeitslosenquote auf einem Rekordtief. Und es wird verstärkt über Langzeitarbeitslose und die Frage debattiert, ob das umstrittene Hartz-IV-System verändert werden kann oder abgeschafft. Es gibt dazu zwei Anträge von Grünen und Linken. Als erste Rednerin hören wir jetzt Dagmar Schmidt für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir wollen Sanktionen nicht grundsätzlich abschaffen, aber wir wollen auch nicht, dass es so bleibt, wie es ist. Und ich denke, genau das war auch das Ergebnis der Anhörung. Wir wollen keine Sanktionen in die Kosten der Unterkunft, denn die können zu Obdachlosigkeit führen. Wir wollen keine Ungleichbehandlung von Arbeitslosen über 25 und unter 25, sondern gerade in junge Menschen wollen wir positive Energie stecken. Und wir wollen, dass man nach Verhaltensänderungen die Sanktionen auch zurücknehmen kann, denn wir wollen die Arbeitslosen nicht bestrafen, sondern wir wollen, dass sie mitwirken. Unser politisches Ziel ist aber ein ganz anderes. Wir wollen, dass es am Ende keine Arbeitslosen und schon gar keine Langzeitarbeitslosen mehr gibt. Wir wollen unseren Sozialstaat so umbauen, dass er sich nicht an denen orientiert, die ihn vielleicht missbrauchen könnten, sondern dass er sich an denen orientiert, die ihn brauchen. Das beginnt mit Chancengleichheit in der Schule, mit einer guten Berufsorientierung an den Schulen und mit einem guten Übergang von der Schule in den Beruf. Dafür haben wir vieles schon erreicht und anderes auf den Weg gebracht und viel investiert. Unter anderem werden wir die assistierte Ausbildung weiterentwickeln. Das hilft gerade denen, die es nicht so leicht haben, den Weg in die Arbeit zu finden. Wir wollen Langzeitarbeitslosigkeit grundsätzlich verhindern und deswegen investieren wir in bessere Reha und einen besseren Gesundheitsschutz. Und deswegen investieren wir auch in die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Deswegen schaffen wir unter anderem das Recht auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule. Und weil wir Langzeitarbeitslosigkeit grundsätzlich verhindern wollen, arbeiten wir an einer nationalen Weiterbildungsstrategie. Wir werden in dieser Legislatur das Recht auf Weiterbildungsberatung verankern, aber das reicht uns noch nicht. Wir wollen die Bundesagentur für Arbeit zu einer Agentur für Arbeit und Qualifizierung machen. Wir wollen, dass unser Sozialstaat nicht erst dann aktiv wird, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Wir wollen Weiterbildung und Qualifizierung während des Berufslebens ermöglichen, erleichtern und verschiedene Lebensphasen flexibel gestalten. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht um nicht mehr und um nicht weniger als einen Paradigmenwechsel in dem, wie der Sozialstaat den Menschen begegnet. Wir wollen einen transparenten Sozialstaat, in dem man weiß, welche Rechte und welche Pflichten man hat, in einfacher und klarer Sprache, in dem man einfach zu seinen Rechten kommt, ohne Anwalt, 1000 Beratungsstellen und Sozialgerichte. Ein Sozialstaat, der das Leben leichter macht, gerade dann, wenn man es oftmals selber schwer hat. Ein Sozialstaat, der sich auf die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten einstellt. Und für arbeitslose Menschen heißt das, die Maßnahmen müssen den Menschen angepasst werden und nicht die Menschen den Maßnahmen. Hilfe und Angebote müssen nachhaltig sein, sie müssen Perspektive haben. Und dafür müssen wir den Betreuungsschlüssel verbessern, eine Qualitätsoffensive in den Jobcentern starten und die richtigen Instrumente zur Verfügung stellen. Eins davon, von diesen richtigen Instrumenten, ist unser sozialer Arbeitsmarkt, den wir noch dieses Jahr beschließen wollen. Wir wollen die Eingliederungsvereinbarung zu einem echten Vertrag auf Augenhöhe ertüchtigen. Aktuell sind Eingliederungsvereinbarungen oftmals etwas für das juristische Seminar. Sie sollten aber eine verständliche Vereinbarung darüber sein, wie der gemeinsame Weg in Arbeit, manchmal aber auch erst der Weg in gesellschaftliche Teilhabe überhaupt aussehen kann. Mit einer Orientierung an dem, was sich die arbeitslose Person wünscht und an dem, was realistisch in verschiedenen Schritten zu leisten und zu erreichen ist. Denn ein selbstgesetztes Ziel zu verfolgen, ist allemal erfolgversprechender, als gezwungenermaßen Maßnahmen zu machen, an die man nicht glaubt. Das alles kostet viel Einsatz und das alles kostet viel Geld.
Einsatz der Menschen, die in unseren Jobcentern und Arbeitsagenturen arbeiten, Einsatz von gut ausgebildeten Coaches, die Menschen begleiten, und Geld für eine gute Ausstattung von Trägern und Bildungsinstitutionen, die mit den Menschen arbeiten. Uns ist es das wert. Denn wir wollen keinen alimentierenden Sozialstaat nach dem Motto Pay and Forget. Wir wollen einen Sozialstaat, der sich kümmert und hilft, wenn man ihn braucht. Dann aber, wenn ich viel Einsatz und viel Geld in die Hand nehme, dann kann ich auch erwarten, dass sich an gemeinsam getroffene Verabredungen gehalten wird, dass mitgewirkt wird, dass sich angestrengt wird, dass der Grundsatz gilt, dass alle etwas zu unserem Gemeinwesen beitragen können, aber eben auch sollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Johann Heinrich Pestalozzi hat gesagt, die Welt ist voller brauchbarer Menschen, aber leer an Leuten, die den brauchbaren Menschen anstellen. Das wollen wir ändern. Arbeit gibt's genug. Glück auf. Dagmar Schmidt war das für die SPD. Ja, verehrte Zuschauer, erlauben Sie einen Hinweis noch für das laufende Programm und in eigener Sache. Während der Bundestag hier debattiert, da kommen ja in Brüssel in diesen Minuten die Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Länder zu einem Gipfel zusammen, um über die künftige Migrationspolitik zu sprechen. Dieser Gipfel ist ja vor allem aus deutscher Sicht besonders brisant, da der Weitergang des Asylstreites zwischen CDU und CSU möglicherweise maßgeblich davon abhängen könnte. Wir erwarten ein Statement möglicherweise von Bundeskanzlerin Angela Merkel, wenn sie in Brüssel ankommt. Dann würden wir den Bundestag kurz verlassen, um live in Brüssel zu sein. Dies schon mal als Vorankündigung. Jetzt hören wir aber weiter hier in diese Debatte. Grundlage der Debatte sind zwei Anträge von Grüne Fraktion und Linke Fraktion, die Sanktionen bei Hartz IV und Sozialhilfe abschaffen wollen. Wir hören jetzt Jörg Schneider für die AfD-Fraktion. Unterschwellig unterstellt wird, dass leichtfertig Sanktionen verhängt werden. Ich glaube, Sie zeigen damit einmal mehr, welche Distanz Sie zur Realität in unserem Land bislang schon aufgebaut haben. Der größte Teil der Sanktionen beruhen auf Meldeversäumnissen. Da wird also ein Arbeitsloser ins Jobcenter eingeladen. Er kommt einfach nicht. Er meldet sich auch nicht ab. Dann wird das sanktioniert. Wissen Sie, von Arbeitnehmern in diesem Land verlangen wir, dass sie Urlaubsanträge stellen, dass sie sich krank melden. Und von Arbeitslosen? Was für ein merkwürdiges Menschenbild haben Sie da? Wir von der AfD sehen auch in einem Arbeitslosen einen mündigen Bürger, einen Mensch, der Anspruch auf wertschätzende Behandlung hat. Und zur wertschätzenden Behandlung gehört eben halt auch, dass ich erfüllbare Forderungen stelle. Weswegen wird sanktioniert? Wird sanktioniert, weil ein Jobangebot abgelehnt wird? Die Bearbeiter in den Jobcentern wissen doch ganz genau, wenn sie den Arbeitgebern die Zeit stehlen mit unmotivierten, nicht geeigneten Kandidaten, dann werden die zukünftig keine Jobs mehr an die Jobcenter melden. Dann wird es schwierig, die Quoten zu erfüllen. Es gibt vielleicht einen Bereich, da wird tatsächlich in den Jobcentern von der Möglichkeit von Sanktionen Gebrauch gemacht. Und das ist, wenn der Verdacht der Schwarzarbeit besteht. Die haben in den Jobcentern, glaube ich, recht feine Antennen dafür festzustellen, wenn beispielsweise ein sehr vitaler Arbeitsloser sich ständig krank meldet oder wenn er vielleicht einfach sagt, wie die Situation in Wahrheit aussieht. Eine vierköpfige Familie, Mutter, Vater, zwei Kinder, erhält im Arbeitslosengeld II-Bereich, das hängt ein bisschen ab von der Mietpreissituation in der Gemeinde, monatlich ungefähr 2.100 Euro. Die gleiche Familie bei einem Bruttoeinkommen, einem sozialversicherungspflichtigen Bruttoeinkommen von 3.000 Euro, hat am Monatsende 2.600 Euro in der Haushaltskasse. Wenn Sie da mal noch ein paar arbeitsbedingte Kosten wie Fahrtkosten abziehen, dann bedeutet das, pro Person und pro Monat 100 Euro. Und dafür müssen, wenn Sie im Mindestlohnbereich beschäftigt sind, Mutter und Vater Vollzeit arbeiten. Sie stellen fest, es lohnt sich schlichtweg nicht. Und dass man sich dann natürlich einrichtet im Hartz-IV-System, vielleicht noch mit einem Nebenjob, dann gibt es Terminkollisionen, man hat ein Meldeversäumnis, wird sanktioniert, liegt nahe. Ich möchte es ganz klar sagen, ich verurteile diese Menschen nicht. Sie haben sich in einem System eingerichtet, das schlichtweg absurd ist. Ich verurteile aber Sie, weil Sie diese Absurdität des Systems kennen und nichts dagegen unternehmen. Und wenn ich dann höre,
wie man sich für die Wohltaten, die jetzt die Große Koalition in Richtung von Familien versprochen hat, selber auf die Schulter klopft. Ich habe das mal durchgerechnet. Für meine Musterfamilie bedeutet das 10 Euro pro Person und pro Monat. Wenn Sie dort wirklich, gerade von der SPD, von einer maßgeblichen Entlastung sprechen, dann habe ich doch den Eindruck, Sie wollen auch noch die letzten Ihnen verbliebenen Wähler vergraulen. Wir haben in den Anhörungen viele Ideen bekommen, wie man tatsächlich Sanktionen vermeiden kann. Mit im Mittelpunkt standen dabei bessere Beratung, mehr Betreuung. In vielen Jobcentern funktioniert das auch schon ganz gut. Da werden Leute zu Arbeitslose zu Bewerbungsgesprächen begleitet. Dort werden Menschen, die einen Job gefunden haben, auch noch in den ersten Wochen ihrer Berufstätigkeit weiter betreut, trotz dünner Personaldecke. Und jetzt kommen Sie mit Ihrem sozialen Arbeitsmarkt. Das Ding wird krachend scheitern. Da müssen Sie nur nach Österreich gucken. Da hat man nämlich genau das Gleiche probiert. Das hieß dort Aktion 20.000. Man wollte 20.000 ältere Langzeitarbeitslose vor allen Dingen in sozialen Berufen unterbringen. Nach einem halben Jahr waren es gerade mal 1.300, die man mit viel Aufwand vermittelt hat. Das Projekt wurde eingestampft. Na, da passte ganz gut, dass es einen Regierungswechsel gab und die neue Regierung war vielleicht, hat sich ein bisschen leichter damit, so einen alten Zopf abzuschneiden. Natürlich haben wir auch noch eine gewisse Hoffnung, dass es auch hier vielleicht eine neue Regierung gibt. Aber diese Regierung, die wird mit Sicherheit nicht den Mumm haben, nach einem halben Jahr gescheitertes Projekt, sozialer Arbeitsmarkt, dieses Projekt einzustampfen. Da wird vielmehr Folgendes passieren. Sie werden in den Jobcentern Vermittlungskapazitäten in den Bereich sozialer Arbeitsmarkt hineinverlagern. Das wird dazu führen, dass Menschen nicht mehr beraten werden können, Menschen, die vielleicht wirklich eine Chance haben, am regulären Arbeitsmarkt unterzukommen. Die Vermittlungsquoten werden runtergehen, der Frust wird bei allen Beteiligten steigen, Arbeitslose werden einen Brief bekommen, eine Einladung zum Gespräch, werden sagen, gehe ich nicht hin, die können mir eh nicht helfen. Der frustrierte Vermittler im Jobcenter wird mit einer Sanktion reagieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das wird das Ergebnis Ihres sozialen Arbeitsmarktes sein. Eine schlechtere Beratungsleistung in den Jobcentern, Frust bei allen Beteiligten und noch mehr Sanktionen. Das sage ich Ihnen jetzt sehr gerne, was ich wolle. Was ich will. Ich möchte, dass Sie aufhören, sich hier irgendwelche Denkmäler zu bauen mit einem sozialen Arbeitsmarkt. Statten Sie gefälligst die Jobcenter vernünftig personell aus. Sorgen Sie dafür, dass dort auch weiterhin eine gute, vielleicht zukünftig noch eine bessere Arbeit gemacht werden kann. Dazu gehören im Übrigen auch Sanktionen. Deswegen werden wir Ihre Anträge auf Abschaffung der Sanktionen ablehnen. Und in Richtung der Großen Koalition die Aufforderung, sorgen Sie dafür, dass sich auch für einen Menschen, der von Hartz IV lebt, der Wechsel in einen auch niedrig bezahlten Job im legalen Arbeitsmarkt tatsächlich lohnt. Denn wenn Sie das hinkriegen, wenn Sie tatsächlich dort die Möglichkeit schaffen, dass Menschen auch Jobangebote der Jobcenter annehmen können, dann werden wir mittelfristig, denke ich mir, auch auf Sanktionen verzichten können. Und ich denke mir, da wollen wir alle hin. Ich danke Ihnen. Jörg Schneider war das für die AfD-Fraktion. Er hat es angesprochen. Es gab eine Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales Anfang Juni zu Hartz IV und insbesondere zur Sanktionspraxis. Mehrere Sozialverbände haben dort ein Ende der Hartz IV-Sanktionen gefordert. Herr Präsident, werte Kollegen, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier in diesem Plenum über die Frage debattieren, ob wir die Sanktionen in Hartz IV abschaffen sollen. Und die Linke begründet das mit verschiedenen Aspekten in Ihrem Antrag, wenn ich das richtig gesehen habe. Unter anderem sagen Sie, dass Hartz IV dazu führt, dass atypische Beschäftigung in Deutschland davon befeuert wird. Wenn man sich das mal anschaut, dann heißt atypische Beschäftigung kurzfristige Beschäftigung, ausschließlich geringfügige Beschäftigung und Nebenjobs oder geringfügige Beschäftigung, wenn man einen Hauptjob noch hat. Schauen wir uns mal die Zahlen an. Bei der kurzfristigen Beschäftigung haben wir 200.000 bis 300.000 Menschen, die in Deutschland kurzfristig, also für wenige Wochen, beschäftigt sind. Diese Zahl ist stabil seit 2004, also vor Einführung von Hartz IV. Auch bei denjenigen, die ausschließlich geringfügig beschäftigt sind, also 450-Euro-Jobs haben, haben wir seit 2004, also auch vor Hartz IV, 5 Millionen Arbeitsplätze stabil in diesem Bereich.
Der Aufwuchs bei der atypischen Beschäftigung, den Sie immer kritisieren, kommt daher, dass Menschen, die einen sozialversicherungspflichtigen Hauptjob haben, nebenher noch einen Nebenjob machen. Und das hat vielleicht weniger was damit zu tun, dass die Menschen schlecht verdienen, sondern es hat viel mehr was damit zu tun, dass sie sich noch was hinzuverdienen wollen, um sich extra etwas zu leisten und es steuerlich gefördert wird. Das ist, glaube ich, die eigentliche Wahrheit, die dahinter steht, und das hat nichts mit Hartz IV zu tun. Sie bemängeln auch, dass Hartz IV die Löhne drücken würde. Also auch da bitte ich Sie, einfach mal die Zahlen zur Kenntnis zu nehmen. Wenn man sich die ärmsten 30% der Beschäftigten anschaut, dann haben die in den Jahren 2000 bis 2005 real zwischen 6% und 7% Lohn verloren. Seitdem haben sie reale Lohnsteigerungen. Seit der Einführung von Hartz IV sind die Löhne in diesen Kategorien zwischen 4% und 5% gestiegen bis 2010 und seit 2009 noch einmal um 3% bis 6% real gestiegen. Sie können sich nicht ernsthaft hier hinstellen und sagen, Hartz IV drückt die Löhne. Es ist schlicht und ergreifend falsch. Dann kritisieren Sie, Hartz IV würde die Befristung in Deutschland befördern. Auch das Fake News. Seit 1999 bis heute haben wir einen stabilen Anteil von befristeten Beschäftigtenverhältnissen von 8%. Also knapp gesagt, jeder 10. Beschäftigte ist befristet angestellt. Stabil hat nichts mit Hartz IV zu tun. Und dann bemängeln Sie auch noch, dass es einen strukturellen Mangel an Arbeitsangeboten in Deutschland gibt. Also auch darüber haben wir uns im Ausschuss schon ausgetauscht. 2005, als wir 5 Millionen Arbeitslose hatten, haben sich 190 Arbeitslose um 10 Arbeitsplätze bemüht. 190 Arbeitslose zu 10 freien Arbeitsplätzen. Heute sind es nur noch 40. Und wenn ich mir die Langzeitarbeitslosen anschaue, dann kommt auf 10 freie Arbeitsplätze 12 Langzeitarbeitslose. Also für fast jeden können wir einen Job in der Theorie anbieten. Und es zeigt, dass es eben nichts mit einem Mangel an Arbeitsplätzen zu tun hat, sondern es was mit der Befähigung zu tun hat, die wir den Menschen geben müssen. Und dass die soziale Verelendung in diesem Land eine mehr ist, hat man heute ja auch schön in der FAZ nachlesen können. Kollegin Zimmermann hat ja nachgefragt, wie sich denn die Einkommen also aus Vermögen entwickelt hätten zu den Einkommen aus Sozialleistungen und aus Renten. Und da ist Interessantes zu lesen. Die Rente hat sich in den letzten 20 Jahren um 50% real erhöht. Die Einkommen aus Vermögen nur um 36%. Und auch die Hartz-IV-Bezieher haben deutlich höhere Abschlüsse bekommen, also sind um 20% bis 25% gestiegen, als im Vergleich zu den Löhnen. Also da muss man schon mal ganz klar sagen, die Verelendung in diesem Land ist eine mehr, die Sie sich vielleicht zusammenreimen, aber die nichts mit der Realität in diesem Land zu tun hat. Und wenn man mal ehrlich ist, es geht schlicht und ergreifend eigentlich um eine Debatte, zu der wir auch nicht zusammenkommen werden. Sie sagen, Sanktionen sind per se verfassungswidrig. Das ist Ihr schlichtes Argument. Wir sagen, es gibt einen Anspruch von der Gesellschaft unterstützt zu werden, aber es gibt auch eine Verpflichtung, mitzuwirken, um diese Hilfe zu überwinden. Und dazwischen gibt es keinen Kompromiss. Das ist die Debatte, über die wir hier streiten. Nur ich finde, wir sollten uns eigentlich über die Leute Gedanken machen, für die wir konkret Hilfe anbieten, weil ihre sanktionsfreie Idee betrifft in Deutschland 136.000 Menschen. So viele Arbeitslose werden tatsächlich pro Jahr sanktioniert. Aber was sagen wir bitte schön den anderen 764.000 Langzeitarbeitslosen, die sich an Recht und Gesetz halten? Was kamen die von diesem Antrag? Was können die denn für Hilfe erwarten von uns hier in diesem Plenum? Und da muss man ganz ehrlich sagen, da steht in Ihrem Antrag leider nichts zu. Und da möchte ich ganz klar darauf verweisen, was in der Praxis geleistet wird. Ich war letzte Woche in Stuttgart bei der Firma Metis. Metis, ein schöner Name, stammt aus der griechischen Mythologie, war die erste Geliebte von Zeus und steht für klugen Rat, praktisches, komplexes und implizites Wissen. Und ich finde, da kann man ja durchaus mal lernen, was so eine Firma macht. Und die haben schlicht und ergreifend ein Trainings- und Beratungszentrum installiert, seit 2005. Und die übernehmen quasi in ihrer Obhut die Langzeitarbeitslosen, die am längsten arbeitslos sind in Stuttgart. Seit 2005 7.000 Menschen.
Und die schauen sich diese Menschen individuell an und klären mit ihnen innerhalb von 6 bis 12 Monaten, wo sie Hilfe brauchen. Und das Ergebnis ist, dass sie 40% davon, 40% von diesen 7.000 Menschen in den ersten Arbeitsmarkt integriert haben. Und das zeigt, wenn wir den Menschen individuell annehmen, wenn wir uns um seine Sorgen und Nöte kümmern, wenn wir ihm Hilfestellung geben, konkret im Alltag, hat er eine Chance, aus seiner Hilfebedürftigkeit rauszukommen. Und das ist der Ansatz, den wir als Union verfolgen wollen, auch in Zusammenarbeit mit der SPD, wenn wir den sozialen Arbeitsmarkt innerhalb dieser Legislaturperiode in den nächsten Monaten, denke ich, auf den Weg bringen. Dafür werbe ich und deshalb meine herzliche Bitte an die Linke, seien Sie ein bisschen mehr wie die Geliebte von Zeus, ein bisschen klugen Rat annehmen und von dem Baum der Empörung runterkommen, dann können wir, glaube ich, auch zusammenkommen. Dankeschön. Die Unionsfraktion sieht keinen Änderungsbedarf bei Hartz IV-Sanktionen. Hören wir, was die FDP zu diesem Punkt zu sagen hat. Pascal Kober jetzt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, in Ihren Anträgen fordern Sie, dass den Jobcentern die Möglichkeit genommen werden soll, Leistungen des Arbeitslosengeldes II zu kürzen, wenn Arbeitssuchende ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, beispielsweise Termine nicht wahrnehmen oder Maßnahmen nicht durchführen, nicht bereit sind zu folgen, Maßnahmen durchzuführen, die dazu geneigt sind und dazu geeignet sind, die Zeit der Arbeitslosigkeit zu verkürzen. Im Kern, liebe Kolleginnen und Kollegen, bedeuten Ihre Anträge eine Infragestellung der zwei wesentlichen Grundprinzipien, der Grundpfeiler unseres Sozialstaates. Erstens des Subsidiaritätsprinzips. Das Subsidiaritätsprinzip besagt, dass jede und jeder zunächst einmal die eigenen Kräfte und die eigenen Möglichkeiten mobilisieren muss, bevor dann die Solidargemeinschaft einspringt, wo die eigenen Kräfte nicht mehr ausreichen. Und zweitens das Solidaritätsprinzip. Jede und jede ist in dieser Gesellschaft zur Solidarität, wechselseitiger Solidarität verpflichtet. Natürlich dürfen wir das als Gesellschaft auch von allen Menschen einfordern. Und natürlich darf die Nichterfüllung von solidarischen Pflichten auch zu Konsequenzen führen. Das ist ein ganz normales Grundprinzip unseres Sozialstaates. Und das heißt ja beispielsweise, dass derjenige, der seine Sozialversicherungsbeiträge oder seine Steuern hinterzieht, zu einer Strafe verurteilt wird. Und selbstverständlich darf eine Solidargemeinschaft verlangen, dass ein Arbeitssuchender nach seinen eigenen Möglichkeiten, nach seinen eigenen Kräften daran mitwirkt, wenn die Jobcenter sich bemühen, für ihn unterstützend einen Arbeitsplatz zu finden. Eigenverantwortung und Solidarität, das sind die Grundpfeiler eines starken Sozialstaates. Das sollten wir nicht in Frage stellen. Und deshalb glauben wir, dass es gerechtfertigt ist, dass nicht nur gefördert wird, sondern auch vom Einzelnen etwas gefordert wird. Und dabei überfordern wir aber auch niemanden. Das zeigen die Statistiken. 97% der Menschen im Leistungsbezug Arbeitslosengeld II kommen ja mit dem System der Sanktionen zurecht. Sie werden nicht sanktioniert. Es sind also nur 3%, die von einer Kürzung betroffen sind. Und von diesen 3% wiederum nur 77%, die das aufgrund von sogenannten Meldeversäumnissen erfahren, nämlich weil sie einen Termin beispielsweise unentschuldigt nicht wahrnehmen oder etwas anderes ohne Grund versäumen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen immer im Blick haben, über welche Menschen wir reden. Wir reden von Menschen, von denen wir annehmen und für die wir hoffen, dass sie am nächsten Tag im Idealfall einen Arbeitsplatz finden und eine Arbeit aufnehmen. Und jede Berufstätigkeit ist natürlich mit Pflichten verbunden. Jeder muss dann pünktlich zur Arbeit erscheinen, Formulare ausfüllen, einreichen und seine Arbeit gewissenhaft und pünktlich erledigen. Sie sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken und den Grünen, das trauen wir den Menschen letztlich nicht zu. Sie sollten sich fragen, welches Bild Sie von diesen Menschen durch diese Anträge spiegeln, welches Bild Sie von diesen Menschen selber haben und welches Bild Sie von diesen betroffenen Menschen in der Gesellschaft verbreiten. Wir Freien Demokraten wollen den Menschen auf Augenhöhe begegnen. Wir trauen ihnen zu, dass sie Verantwortung leben können und dass sie Pflichten übernehmen können. Wir lehnen ihre Anträge ab, weil wir eben gerade nicht klein von diesen Menschen denken, sondern ihnen mit Respekt begegnen.
Peter Kober war das, der sozialpolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Und jetzt hören wir Katja Kipping für die Linke, die Parteivorsitzende, und die in der Fraktion auch Sprecherin für Sozialpolitik ist. Herr Präsident, meine Damen und Herren, von Hartz-IV-Sanktionen sind auch jene betroffen, die womöglich nicht eine Sanktion sofort bekommen, aber sich davon bedroht fühlen. Diese Sanktionen wirken nämlich wie ein Damoklesschwert über jeden, der einen Bescheid bekommt und immer in der Rechtsbehelfsbelehrung die Androhung einer Sanktion mit lesen muss. 38,5% aller Klagen gegen Hartz-IV-Sanktionen bekommen Recht. Das heißt, mehr als jede dritte Klage gegen Sanktionen bekommt Recht. Es gibt also hier eine enorm hohe Fehlerquote. Und das selbst nach den strengen Gesetzen, die wir als Linke ja ändern wollen. Und jeder dieser Fehler geht zulasten von armen Menschen. Wir reden ja hier schließlich von Leuten, die nicht einfach mal ein Finanzpolster haben, womit sie eine Zeit von gekürzten oder gestrichenen Sozialleistungen einfach mal so überbrücken können. Und ich sage, angesichts dieser hohen Fehlerquote gibt es hier einen Aufklärungs- und Untersuchungsbedarf. Und die Bundesregierung kann sich jetzt nicht hinter den Mitarbeiterinnen verstecken. Die leisten unter schwierigen Bedingungen Großes. Aber ganz offensichtlich gibt es hier ein strukturelles Problem. Von oben, also von der Spitze der Bundesagentur oder von Seiten der Bundesregierung, gibt es einen enormen Einspardruck. Und ganz offensichtlich ist von oben die Losung rausgegeben worden, im Zweifelsfall gegen die Betroffenen. Und das ist weder im Sinne eines Sozialstaates noch im Sinne eines Rechtsstaates. Herr Heil, der es ja nicht für nötig hält, an dieser Debatte teilzunehmen, steht hier als zuständiger Minister ganz klar in der Pflicht. Er muss aufklären, wie es zu dieser hohen Fehlerquote kommt, wie es zu solchen Fehlern kommt, die Menschen unrechtmäßig in Existenznot treiben. Es ist ganz klar seine Aufsichtspflicht. Er muss Existenznot verhindern. Der Antrag der Linken auf Sanktionsfreiheit ist im Ausschuss abgelehnt worden mit den Stimmen der Regierungsfraktion, mit den Stimmen der FDP und den Stimmen der AfD. Jawohl, auch die AfD reiht sich ein in die ganz große Koalition der Befürworter von Hartz-IV-Sanktionen. Und das, obwohl sie immer so tun, als ob ihnen die deutschen Arbeitslosen so am Herzen liegen. Nun ist es amtlich, wer von Hartz-IV-Sanktionen bedroht ist, hat von dieser Truppe nichts, aber auch nichts zu erwarten. Wir als Linke hingegen sagen ganz klar, das Hartz-IV-Sanktionssystem gehört ersetzt, und zwar durch gute Arbeit, durch aktive Arbeitsmarktpolitik, durch eine längere Arbeitslosenversicherung und durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung in Höhe von 1.050 Euro. Frau Kollegin, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen aus der AfD-Fraktion? Na, aber immer her damit. Frau Kollegin Kipping, wir sind ja alle hier in dem Haus sicherlich gleichermaßen der Überzeugung, dass der überwiegende Anteil der Menschen, die Hartz-IV-Leistungen empfangen, die gesellschaftliche Solidarität verdienen, weil sie sicherlich zum allergrößten Anteil ohne eigenes Verschulden in eine prekäre Situation geraten sind. Aber ist es nicht trotzdem unglaublich naiv anzunehmen, dass es von dieser Regel nicht auch Ausnahmen gibt? Und genau für diese Ausnahmen hat immer gegolten, und aus meiner Überzeugung sollte es doch auch immer gelten, das System fördern und fordern. Oder sind Sie, verehrte Kollegin Kipping, vielleicht tatsächlich der Meinung, dass es in dieser Gesellschaft ein verbrieftes Recht auf Faulheit geben darf? Ja, vielen Dank für diese Frage. Sie erinnert mich etwas. Sie selber haben sich hier die Losung fördern und fordern zu eigen gemacht. Das war die große Überschrift, die über der Einführung von Hartz IV stand. Und ich finde, diese Zwischenfrage zeigt noch mal mehr, die AfD steht hinter dem System von Hartz IV. Das ist gut. Vielen Dank für die Zwischenfrage. Das werden wir auf jeden Fall verbreiten. Jetzt sind wir aber weiter hier erstmal in der Debatte zu Sanktionen bei Hartz IV und Sozialhilfe mit Katja Kipping. Und deswegen gehören Sanktionen sofort abgeschafft. Es handelt sich bei der Sozialleistung nicht um eine Mildtätigkeit. Es geht hier um ein Grundrecht. Und Grundrechte, die muss man sich nicht verdienen. Deswegen sagen wir ganz klar, Grundrechte kürzt man nicht. Aus all diesen Gründen, und ich komme zum Schluss,
ist es für die Linke ein wichtiges Ziel und ist es mir auch ganz persönlich ein Anliegen. Wir werden nicht ruhen, bis endlich die Hartz-IV-Sanktionen fallen. Und das machen wir auch, weil wir nicht nur über Hartz-IV-Betroffene reden, sondern regelmäßig mit ihnen reden. Und all diese Gespräche sind für uns ein Ansporn, nicht locker zu lassen, bis sich auch hier irgendwann mal rumgesprochen hat. Hartz-IV-Sanktionen gehören abgeschafft. Vielen Dank. Und das hat die Linke hier in ihrem Antrag formuliert, über den auch im Anschluss hier namentlich abgestimmt werden wird. Jetzt Sven Lehmann für die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stimmen heute über ein Anliegen ab, das das Leben von Millionen von Menschen direkt oder indirekt betrifft. Und wir haben sehr, sehr viele Theorieargumente gehört. Deswegen möchte ich mit einem sehr konkreten Beispiel aus dem Leben beginnen. 80% aller Sanktionen werden wegen Meldeversäumnissen ausgesprochen. Jetzt sagen hier einige, was ist eigentlich so schwer daran, einen Termin einzuhalten? In Berlin wurde erst kürzlich eine Frau zwangsgeräumt. Und diese Frau passt so gar nicht in das Bild der faulen Arbeitslosen. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Mutter von 3 Kindern. Nach einer Trennung und Verlust ihres Jobs leidet sie unter Depressionen und versucht irgendwie diese Trennung und den Umzug und das ganze Chaos zu bewältigen. Das Jobcenter schreibt ihr nun, sie müsse zu einem Termin vorstellig werden, aber die Frau ist krank und reicht das falsche Formular ein. Erste Sanktion. Die Gelder werden gekürzt, sie legt Widerspruch ein, aber leider nicht korrekt. Kurz darauf soll sie wieder ins Jobcenter kommen, aber sie kann nicht, weil eines ihrer Kinder eine Lungenentzündung hat. Zweite Sanktion. Die Gelder werden gekürzt. Sie hat Angst vor dem Mitarbeiter im Jobcenter und deshalb ignoriert sie seine Vorladungen. In dieser Spirale war es irgendwann zu spät und die ganze Familie wird zwangsgeräumt. Und das Schlimme ist, diese Frau nimmt nun die komplette Schuld dafür auf sich und sagt, weißt du, wenn man fit ist, dann schafft man alles. Aber wenn man mal überfordert ist, dann vergisst du Sachen, liest nicht richtig und verpasst Termine. Und mit jeder Niederlage wirst du schwächer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt kann man natürlich sagen, selber schuld. Man kann aber auch sagen, dass diese Praxis mit der Würde des Menschen und mit dem Sozialstaatsgebot unseres Grundgesetzes nicht mehr viel zu tun hat. In der Anhörung haben 7 von 10 Sachverständigen dafür plädiert, das harte Sanktionsregime deutlich zu entschärfen oder ganz abzuschaffen oder zumindest auszusetzen. Es gab einen sehr breiten Konsens, mindestens die Kosten der Unterkunft und die Heizkosten ganz von Sanktionen auszunehmen. Nichts davon findet sich im Koalitionsvertrag von Union und SPD wieder, noch nicht einmal ein Prüfauftrag. Und ich finde, ein Vertrag, der so ein zentrales Thema ausblendet, geht komplett am Leben vieler Menschen vorbei, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte deshalb noch mal 4 zentrale Argumente aus unserem grünen Antrag nennen. Erstes Argument, im SGB II heißt es, die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll ein Leben in Würde ermöglichen. Nun sind die Regelsätze aber eh schon auf Kante genäht. Eine Kürzung führt dazu, dass Menschen in existenzielle Notlagen gedrängt werden. Im letzten Jahr hatten wir sogar 34.000 Totalsanktionen. Ein Existenzminimum, das sagt der Name bereits, ist ein Minimum und ein Minimum sollte nicht gekürzt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zweites Argument. Für eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt sind Kooperation und Vertrauen zwischen Arbeitssuchenden und Jobcentern zentral. Und dazu gehört Augenhöhe. Denn nur auf Augenhöhe können Menschen auch ihre Fähigkeiten und Talente einbringen. Viele Menschen gehen mit dem Wunsch einer klar definierten Weiterbildung oder sogar Umschulung in den Jobcenter und kommen mit etwas komplett anderem heraus. Und das ist das Gegenteil von Augenhöhe. Das ist einseitige Machtausübung und das ist Gift für das Klima in den Jobcentern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drittes Argument. Die Sanktionspraxis frisst Zeit und Energie auch des Personals in den Jobcentern. Die Agenturen für Arbeit sollen unterstützen und befähigen, nicht verwalten und kontrollieren. Im vergangenen Jahr wurde fast 1 Milliarde Euro, die eigentlich für die Förderung und Qualifizierung von Arbeitssuchenden zuständig ist oder vorgesehen ist, in den Verwaltungshaushalt der BR umgeschichtet. 1 Milliarde Euro, um ein System zu verwalten, das Menschen in Armut weiter ausgrenzt. Und es wurde eben von Solidargemeinschaft gesprochen. Und ich finde, das ist für die Solidargemeinschaft nicht akzeptabel und für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler auch nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, 4. Argument. Solange der Vorrang der Vermittlung gilt, solange werden Menschen immer auch in schlechte Arbeitsverhältnisse gezwungen, die prekär oder unterbezahlt sind. Wenn hier teilweise von Lohnabstandsgebot geredet wird, dann entgegne ich Ihnen, es ist doch besser, für gute Arbeit und bessere Löhne zu sorgen, als gesetzlich Menschen in schlechte Arbeit zu zwingen, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, und deswegen zum Schluss jetzt grundsätzlich.
Hartz IV ist zum Symbol für Abgehängtsein geworden. Das können wir nicht länger leugnen. Und Hartz IV wird von vielen Menschen auch als Angstsystem aus genau diesen Gründen wahrgenommen. Und ich finde, es kann nicht sein, dass viele Jobcenter immer mehr zu Hochsicherheitstrakten werden, weil Menschen den Staat nicht mehr als Unterstützung, sondern als Bedrohung erleben. Wie bitteschön soll da Vertrauen entstehen? Und das, worum es, glaube ich, vielen in Wahrheit geht, das ist, und das ist auch in der Anhörung gefallen, Disziplinierung. Und dieser Ansatz ist nicht nur gescheitert, er zeigt auch ein ganz fatales Menschenbild, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Leiterin des Kölner Arbeitslosenzentrums, die auch Sachverständige auch präsent war, hat das in ihrer Anhörung, in der Anhörung sehr treffend auf den Punkt gebracht. Menschen sind keine Postpakete. Man kann sie nicht einfach auf ein Fließband stellen und dann kommen sie irgendwo schon richtig an. In Menschen muss man investieren und sich mit ihnen auseinandersetzen. Und genau das beantragen wir Grüne heute. Und ich bitte Sie, schaffen Sie mit uns die Sanktionen ab, stärken Sie die Rechte der Arbeitssuchenden, verbessern Sie die Arbeit der Jobcenter, schaffen Sie Anreize statt Bestrafung. Und ich prophezei Ihnen, Sie werden sehen, wie viel Potenzial in Menschen steckt, was heute völlig brach liegt. Und deswegen bitte ich euch, Ihnen den Antrag zuzustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Lehmann für die Grünen, die ähnlich wie die Linke hier diesen Antrag vorgelegt haben und hier auch Applaus von Seiten der Linken bekommen. Das geht ja in die gleiche Richtung. Hören wir jetzt Matthias Bartke für die SPD. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, zum wievielten Mal wir hier heute über dieses Thema sprechen. Und jedes Mal ist es so, dass Sie ein völliges Zerrbild von dieser Gesellschaft zeichnen. Herr Lehmann, Sie haben eben gesagt, Jobcenter würden Menschen wie Postpakete behandeln. Ich finde das unmöglich. Sie erwecken mit Ihren Anträgen und Ihrer Wiederholung den Eindruck, Sanktionen seien das zentrale Problem in der Grundsicherung. Und das Schlimme ist, Sie erwecken damit auch den Eindruck, Arbeitssuchende würden am laufenden Band gegen Pflichten verstoßen und würden entsprechend sanktioniert werden. Und ich sage Ihnen, das ist völliger Unsinn. Es ist doch bekannt, dass gerade mal 3% aller Leistungsempfänger im vergangenen Jahr überhaupt nur sanktioniert wurden. Das Gros der Sanktionen, Herr Kober hat es erwähnt, wurde dann auch nur wegen Meldeversäumnissen verhängt. Lassen Sie mich in aller Deutlichkeit noch mal sagen. Die ganz große, überwiegende Mehrheit der Arbeitslosen will unbedingt wieder arbeiten. Und sie nehmen dafür alle Möglichkeiten in Kauf, die sich ihnen bieten. Und deswegen viel mehr Sorgen als die Sanktionen machen mir doch diejenigen, die arbeiten wollen, es aber trotz aller Mühen nicht wieder schaffen. Das sind die Menschen, bei denen Sanktionen dann wirklich fehl am Platz sein können, bei denen mehr Druck nicht zur Integration in den Arbeitsmarkt führt, sondern zum Kontaktabbruch zum Jobcenter. Es gibt Langzeitarbeitslosen, bei denen ist das Prinzip von Fördern und Fordern in der Tat in eine Unwucht geraten. Für mich war es da ein ganz entscheidender Punkt, dem Koalitionsvertrag zuzustimmen, dass wir für diese Menschen einen sozialen Arbeitsmarkt schaffen. Und damit warten wir auch nicht. Anfang Juni hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil die Ressortabstimmung zur Umsetzung des sozialen Arbeitsmarktes eingeleitet. Endlich schaffen wir ein Regelinstrument für eine ehrliche und langfristige Perspektive für Langzeitarbeitslose. Herr Schneider, und wenn Sie Österreich zitieren, ich meine, es wundert mich nicht, dass Sie auf Österreich gucken, das ist ja Ihr großes Vorbild, aber ich rate Ihnen, gucken Sie doch einfach mal auf Deutschland. Wir haben das Programm Soziale Teilhabe entwickelt und es war ein so großer Erfolg, dass wir es jetzt zu einem Regelinstrument machen. Also nicht nach Österreich gucken, nach Deutschland gucken. Wir machen hier eine gute Politik. Wer absehbar keine Chance mehr auf dem ersten Arbeitsmarkt hat, soll eine geförderte Beschäftigung erhalten, sozialversicherungspflichtig und nach Mindestlohn oder Mindesttarif bezahlt werden. Denn Arbeit ist mehr als nur ein Broterwerb. Arbeit schafft Teilhabe, meine Damen und Herren. Vor ein paar Tagen habe ich ein interessantes Porträt über einen 50 Jahre alten Mann gelesen, der schon seit seiner Jugend unter Ängsten litt. Er hat trotzdem eine Ausbildung als Krankenpfleger gemacht und hat dann auch als Krankenpfleger gearbeitet und Verschiedenstes gegen seine psychischen Probleme unternommen. Am Ende hat er der Belastung doch nicht stattgehalten. Es folgten Arbeitslosigkeit und verschiedene Maßnahmen. Heute engagiert er sich in einem sozialen Treffpunkt. Eine neue Beschäftigung hat er nicht gefunden. Meine Damen und Herren, das ist für mich ein Paradebeispiel dafür, dass mehr Druck in einzelnen Situationen ganz genau die falsche Lösung sein kann. Stattdessen wollen wir einen Paradigmenwechsel hin zu mehr individueller und passgenauer Förderung. Ein erfolgreicher
Integrationsprozess braucht eine qualitativ hochwertige Beratung und eine Kooperation auf Augenhöhe. Herr Lehmann, da bin ich ganz bei Ihnen. In der Eingliederungsvereinbarung sollten daher nicht nur die Pflichten der Leistungsbeziehenden, sondern auch die Arbeitsschritte der betreuenden Mitarbeiter festgelegt werden. Ein vertrauensvolles Miteinander würde Sanktionen an vielen Stellen überflüssig machen. Meine Damen und Herren, sich allein auf die Sanktionen zu versteifen, finden wir falsch. Das heißt aber nicht, dass wir an der aktuellen Sanktionspraxis alles richtig finden. Die scharfen Sanktionen für junge Menschen unter 25 Jahre wollen wir aufheben. Die Kürzung der Kosten für Unterkunft und Heizung lehnen wir ebenso ab. Wo sie sinnlos ins Leere laufen, wo Sanktionen sinnlos ins Leere laufen und sie nur lähmende Überforderung und Abwehr produzieren, brauchen wir mehr Flexibilität. Sanktionen müssen im Einzelfall entschieden und auch zurückgenommen werden können. Liebe Linke, liebe Grüne, Ihre Anträge sehen vor, dass jegliche Sanktionen abgeschafft werden. Wir halten das für den falschen Weg. Und damit sind wir bei der Anhörung von den Sachverständigen auch ganz mehrheitlich bestätigt worden. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kollege. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns an den Stellschrauben drehen, die für die Betroffenen wichtig sind. Eine Komplettabschaffung der Sanktionen gehört nicht dazu. Ich danke Ihnen. Matthias Bartke war das für die SPD. Ähnlich hatte sich auch Bundessozialminister Hubertus Heil geäußert. Er sehe für Veränderungen an den Sanktionen, zum Beispiel die verschärften Sanktionen gegen junge Menschen, die gelte es abzumildern. Till Manzmann jetzt für die FDP. Kollegen und geschätzte Bürger auf den Tribünen. Ihre Anträge, liebe Kolleginnen von der Linksfraktion und von den Grünen, aber insbesondere von der Linksfraktion, zeigen deutlich, wie schief Ihr Blick auf den deutschen Arbeitsmarkt ist. Wenn die deutschen Steuerzahler der Auffassung sind, dass jeder, der Transferleistungen bezieht, sich auch selbst aktiv darum kümmern muss, da wieder herauszukommen, dann nennen Sie das eine Aktivierungsideologie. Ich sage Ihnen, warum ich Ihren Blick auf die Arbeit, auf den Arbeitsmarkt für perspektivisch völlig falsch halte. Sie verstehen Arbeit viel zu oft als eine Art öffentliches Gut, das der Staat zu verteilen hätte, schlimmer noch, selbst zu erschaffen hätte. Und lieber Kollege Dr. Bartke, ich fürchte auch ein bisschen, dass das hinter Ihrem Gedanken vom sozialen Arbeitsmarkt auch steht. Es ist aber nicht der Staat, der Arbeit schafft. Es sind die Menschen in Deutschland mit ihren Unternehmen, mit Geschäften und Firmen, die den allergrößten Teil des Arbeitsmarkts erzeugen. Und auf diesem Arbeitsmarkt müssen eben Arbeit und Qualifikation irgendwie zueinander passen. Aber auch Ihr Blick auf die Menschen, die Arbeit suchen, ist verkehrt. Denn Sie sprechen ihnen eigentlich die Einflussnahme auf ihre Zukunft, auf ein verantwortliches Leben einfach ab. So machen Sie aus mündigen Bürgern kleine Leute. Die meisten Sanktionen, die Sie abschaffen wollen, gehen darauf zurück, dass Leistungsempfänger einfach nicht zu Terminen erscheinen. Von den Steuerzahlern aber erwarten Sie ganz selbstverständlich, dass Sie jeden Morgen pünktlich zur Arbeit kommen. Denn das müssen Sie tun, um das zu erwirtschaften, was Sie ohne Überprüfung, ohne Verpflichtungen und ohne mit der Wimper zu zucken verteilen wollen. Deshalb ist auch Ihr Bild von den Menschen, die das Geld erwirtschaften und damit die Sozialleistungen in Milliardenhöhe überhaupt erst möglich machen, ziemlich schräg. Meine Damen und Herren, das ist denen, die diese Leistung brauchen, aber auch denen, die diese Leistung erbringen, gegenüber unverantwortlich. Und schließlich werden Sie auch den Menschen nicht gerecht, die jeden Tag in den Jobcentern ihre Arbeit erledigen, wie wir es ihnen aufgetragen haben. Sie entscheiden darüber, ob es sinnvoll ist, jemanden, der die Regeln verletzt, zur Ordnung zu rufen. Wir sollten als Parlament doch das grundsätzliche Vertrauen in all die Leute haben, die wir von Staats wegen mit Aufgaben betrauen. Und, liebe Grüne, wenn wirklich mal begründeter Verdacht besteht, dass jemand seine Arbeit an einer wichtigen Stelle nicht ordentlich macht, dann ist es tatsächlich die Aufgabe des Parlaments, das zu untersuchen. Aber das verweigern Sie uns ja gerade leider. Wenn Sie etwas tun wollen, dann überlegen Sie doch mal, wie man den Arbeitsmarkt als Gesetzgeber so gestalten kann, dass es für Unternehmen leichter ist, neue Jobs zu schaffen. Und bekämpfen Sie die Bürokratie. Flexibilisieren Sie die Arbeitszeiten so, wie es zum 21. Jahrhundert passt. Oder lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass sich der Wechsel von Transferleistungen zu eigenständig erwirtschaftetem Arbeitslohn für jeden Einzelnen wirklich lohnt. Lassen Sie uns deshalb an das Instrument des Lohnzuschusses noch mal ordentlich drangehen. Dann lässt sich da was bewegen.
Sie reden nicht über die wirklichen Probleme, die wir auf dem Arbeitsmarkt haben. Sie zerreden das Ganze. Und nur dann sind wir in der Lage, den Menschen wirklich im Land zu helfen, wenn wir uns an die wirklichen Probleme machen. Wir schlagen Ihnen vor, lassen Sie uns an die echten Probleme herangehen und wir verweisen dann Ihre Anträge in die Ausschüsse, auch wenn wir überzeugt sind, dass es in diesem Fall nicht zu einer Diskussion führt, die wirklich für die Zukunft gestaltend wirkt. Aber dafür haben Sie ja dann uns, die Fraktion der Freien Demokraten. Vielen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege Dr. Matthias Zimmer, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mitgliedschaft in einer staatlich verfassten politischen Gemeinschaft begründet Rechte und Pflichten. Das ist eine ziemlich banale Aussage. Ohne Pflichten könnte eine Gemeinschaft nicht existieren. Dazu gehört die Pflicht, den Gesetzen zu folgen oder Steuern zu bezahlen. In Demokratien ist dieses Grundverständnis noch zusätzlich dadurch legitimiert, dass sich der Einzelne als Mitautor des Rechtsbefehls begreifen kann, dem er unterworfen ist. Komme ich den Pflichten nicht nach? Kann ich sanktioniert? Kann ich bestraft werden? Ich denke, in dem Grundverständnis sind wir uns einig. Der Kollege Kober hat ja auch entsprechend argumentiert. Nun ist die Debatte über Sanktionen, die wir führen, im Kern die Frage, ob das Prinzip der Menschenwürde die Pflichten gegenüber der Gemeinschaft außer Kraft setzt. Dazu ist systematisch zweierlei zu sagen. Erstens, der Schutz der Menschenwürde als Aufgabe und Verpflichtung staatlicher Gewalt setzt voraus, dass der Einzelne diese Pflicht anerkennt. Ottfried Höffe hat in diesem Zusammenhang einmal von einem transzendentalen Tausch gesprochen. Ich kann Rechte nur dann geltend machen, wenn ich gleichzeitig die Notwendigkeit von Pflichten anerkenne. Zweitens, einige Menschen können Pflichten einhalten, andere nicht. Für die einen ist also Solidarität wechselseitig, für andere nicht. Konkret, die Menschen, die Leistungen nach SGB II erhalten, sind grundsätzlich zur Wechselseitigkeit fähig. Sie brauchen Hilfe zur Selbsthilfe und die Erwartung ist legitim, dass sie mit der Hilfe zur Selbsthilfe einhergehenden Bedingungen erfüllen und sich bemühen, möglichst schnell wieder aus der Hilfe entlassen zu werden. Das unterscheidet die Hilfe im Rechtsrahmen des SGB II von der Hilfe in anderen Rechtsbereichen, in denen Wechselseitigkeit, also Reziprozität, nicht gefordert oder nicht möglich ist. Diese Konditionalität ist im Übrigen auch die Voraussetzung dafür, dass solidarische Leistungen des Gemeinwesens als legitim empfunden werden. Warum sollte ein Familienvater, der mit seiner Arbeit sich und seine Familie ernährt, mit seinen Steuerzahlungen einen anderen arbeitsfähigen, aber arbeitslosen Familienvater unterstützen, wenn dieser nichts dazu tut, um seine Lage zu ändern? Mehr noch, warum sollte er diese Unterstützung erbringen oder gar noch arbeiten, wenn er sieht, der gleiche Lebensstandard für sich und die Familie lässt sich auch ohne Arbeit erreichen? Nein, dies führt zu einer gesellschaftlichen Delegitimierung von Solidarität, und das wollen wir nicht. Meine Damen und Herren, das ist der tiefere Grund, warum wir davon überzeugt sind, Sanktionen sind nicht nur richtig und notwendig, sie sind auch von zentraler Bedeutung für die Erneuerungsfähigkeit der gesellschaftlichen Ressource Solidarität. Sie sind kein Eingriff in die Menschenwürde, sondern eine Vorbedingung für die Akzeptanz gesellschaftlichen Zusammenhalts. Die Menschenwürde ist der Geltungsgrund der Menschenrechte, und diese Grundrechte stehen nicht nur in einem spannungsvollen Verhältnis zueinander, sondern sind ohne die damit einhergehenden Pflichten weder zu verstehen noch zu begründen. Es ist schade, dass die Linke, die einmal dem Leitbild des arbeitenden Menschen sich verschrieben hatte, zumindest in Teilen, Frau Kipping, nun die anstrengungslose Subventionierung des Lebens durch den Staat bevorzugt. Karl Marx wäre weniger erfreut gewesen. Ich darf daran erinnern, dass es eine der noblen Visionen des Trierer Bürgersohns war, dass die Menschen in der von ihm erträumten Welt heute dies, morgen jenes tun
morgens jagen, nachmittags fischen, abends Viehzucht treiben, nach dem Essen kritisieren, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu sein. Herr Kollege, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Nein, danke. Es ging also nicht um die Befreiung des Menschen von der Arbeit, sondern von der entfremdeten Arbeit. Ich kann mir allerdings nichts vorstellen, was stärker zur Entfremdung führt, als ohne Gegenleistung von Staatskohle zu leben. Und es ist schade, dass die Grünen, die dem verantwortlichen Menschen zu Recht das Wort reden, die Verantwortung hier zugunsten einer gut gemeinten, aber von Eigenverantwortung entkernten Alimentierung suspendieren. Herr Lehmann, das war ein besonderes Beispiel dieser Auffassung. Solange es aber politische Kräfte wie die Union und die Sozialdemokratie gibt, meine Damen und Herren, die den engen Zusammenhang von Freiheit und Verantwortung betonen, ja, so lange besteht die Hoffnung für die Zukunft einer normativ gehaltvollen Solidarität in unserem Land, die das gesellschaftliche Zusammenleben fördert. Vielen Dank. Die Matthias Zimmer war das für die Unionsfraktion. Und der Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich ruft jetzt die nächste Rednerin auf. Das ist Frauke Petri, die ja als fraktionslose Abgeordnete hier im Deutschen Bundestag sitzt. Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wieder einmal führen wir eine Scheindebatte. Denn wir haben zwar massive Probleme mit Hartz IV, nicht aber mit den gar nicht so zahlreichen Sanktionen. Meine Damen und Herren von den Linken oder den Grünen, nennen Sie mir doch bitte mal eine Gesellschaft, die es geschafft hat, durch Umverteilung dauerhaft Wohlstand zu erzeugen. Das können Sie nicht, natürlich nicht, weil es dieses System nicht gibt. In der Umsetzung sind solche Gesellschaften immer tendenziell totalitär, während freiheitliche Systeme dafür sorgen, dass die Zahl derer, die unter extremer Armut leiden, so gering ist wie sonst nirgendwo. Hören Sie bitte auf, den Bürgern zu suggerieren, dass Umverteilung eine Medizin ist. In hoher Dosis ist es leider Gift. Und es resultiert in Altersarmut, stagnierender Kaufkraft und der hemmungslosen Verschuldung auf Kosten zukünftiger Generationen. Es ist eigentlich ganz einfach zu verstehen, und die meisten Bürger wissen es auch. Wird der Anreiz, arbeiten zu gehen, genommen, arbeiten weniger Menschen. Wird der Anreiz vergrößert, lohnt sich also Arbeit, auch Teilzeitarbeit, anders als bisher bei Hartz IV, dann wächst die Zahl derer, die arbeiten. Wir sprechen hierbei über Lohn, Arbeitsbedingungen, Lebenshaltungskosten, Steuern, Abgaben oder eben um Umverteilung. Und ebenso gestaltet es sich beim Arbeitsmarkt. Höhere Eintrittsschranken, überbordende Regulierung, Abgaben und Steuern lassen ein sonst profitables Unternehmen rote Zahlen schreiben. Und wir verkleinern die Zahl möglicher Arbeitsplätze. Die von Ihnen zitierte Teilhabe bedeutet eben nicht nur, dass man mitmachen darf, man muss auch mitmachen wollen. Und man darf nicht letztendlich in Kauf nehmen, nur von den Früchten der Arbeit anderer zu leben. Dazu gehört auch, wie es bei vielen Arbeitnehmern in Deutschland der Fall ist, dass man Arbeiten verrichtet, die nicht den eigenen Wunschvorstellungen entsprechen und man notwendigerweise auch umziehen muss. Um das zu vermeiden, denn wer verlässt schon gern seine Heimat, müssen Arbeitsplätze durch niedrigere Steuern ermöglicht werden und der Anreiz, statt Sozialhilfe zu beziehen, sich einen Job zu suchen, geschaffen werden. Die Regelsätze also zu erhöhen oder Sanktionsregelungen gänzlich abzuschaffen, verfehlen das Thema absolut. Es wird den Bürgern nicht helfen, sondern verschlimmert die Lage mittel- bis langfristig. Denn das Geld muss irgendwo herkommen. Es muss anderen weggenommen werden und dadurch schwindet der Anreiz, in Deutschland Leistung zu erbringen. Wenn leistungswillige Bürger aus der Zwangsobhut des Staates entkommen wollen, wird ihnen im derzeitigen System durch die fast vollständige Anrechnung ihrer Mehrarbeit am Ende staatlicherseits suggeriert, arbeiten lohnt sich nicht. Wir von der Blauen Partei plädieren deshalb für eine zielorientierte Sozialpolitik, die Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Verbunden mit einer vernünftigen Steuerpolitik und ein Grundeinkommen in Form einer negativen Einkommenssteuer würde genau diese Anreize schaffen, Bürokratie entschlacken und Kosten reduzieren. Ja, es muss etwas getan werden, aber bitte nicht so. Der Ausschuss hat zu Recht beide Anträge abgelehnt. Jetzt müssen wir das Problem beheben und das bitte lösungs- und nicht ideologisch orientiert.
Der nächste Redner ist der Kollege Dr. Martin Rosemann, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Dagmar Schmidt und Matthias Bartke haben schon darauf hingewiesen, wir wollen die Sanktionsregeln ändern, vor allem an zwei Stellen. Wir wollen das Sanktionsrecht für unter 25-Jährige und über 25-Jährige angleichen, denn es gibt keinen Grund dafür, Jugendliche stärker zu sanktionieren als Erwachsene. Ganz im Gegenteil, das ist sogar schädlich. Das hat auch die Anhörung gezeigt. So hat der Sachverständige Künkler vom DGB auf eine Studie des IAB verwiesen, die festgestellt hat, dass junge Erwachsene, die sanktioniert werden, in sehr viel stärkerem Maße als Ältere den Kontakt zum Jobcenter abbrechen, im Zweifel auf der Straße landen, dann mühsam wieder durch Sozialarbeiter wieder aufgesucht werden müssen. Das ist am Ende teurer für den deutschen Staat, als sich um die jungen Leute zu kümmern und ihnen Perspektiven zu geben. Und wir wollen nicht, dass die Kosten der Unterkunft sanktioniert werden, weil wir wollen nicht, dass Obdachlosigkeit die Folge von Sanktionierung ist. Genau das wollen wir verhindern. Und ich bedauere, dass die beiden Redner der CDU hierzu gar nichts gesagt haben. Da waren wir in der vergangenen Wahlperiode schon mal etwas weiter. Wir sehen also Änderungsbedarf. Und natürlich, Herr Lehmann, gibt es unter den gut 3% sanktionierten Fälle, die nicht in Ordnung sind und die nicht angebracht sind. Und wir meinen, es wäre schon viel geholfen, wenn wir Ombudsstellen in den Jobcentern einrichten würden, an die sich die Leute wenden können. Dadurch könnten wir die Zahl der Prozesse und Klagen deutlich reduzieren. Entscheidend ist aber, dass wir endlich das individuelle Förderversprechen des SGB II umsetzen und die Unterstützung leisten, die im Einzelfall nötig ist. Und dazu gehört eben auch, dass wir den Menschen, die keine Perspektiven auf dem ersten Arbeitsmarkt haben, auch Teilhabe durch Arbeit, durch einen sozialen Arbeitsmarkt ermöglichen. Lieber Herr Mansmann, das gehört auch dazu. Das leistet die Wirtschaft nämlich von alleine nicht. Da kann der Arbeitsmarkt so gut funktionieren, wie er will. Aber vor allem geht es um gute Beratung und Betreuung in den Jobcentern. Das ist der Schlüssel für einen erfolgreichen Integrationsprozess. Dafür müssen wir die Personalschlüssel verbessern und eine gute Qualität der Beratung und Betreuung sicherstellen. Das ist eine anspruchsvolle Arbeit, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern leisten. Eine Dienstleistung von Mensch an Mensch. Und dazu müssen wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern befähigen und unterstützen durch eine bessere Ausstattung des Verwaltungstitels, durch eine Qualifizierungsoffensive, auch durch bessere Führung, bessere Führungskräfte in den Jobcentern. Vor allem, meine Damen und Herren, brauchen wir aber einen Kulturwandel in den Jobcentern. Meine Kollegin Dagmar Schmidt hat es schon angesprochen. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, wir wollen das Jobcenter zum Partner der Hilfesuchenden machen. Und dazu braucht es ein vertrauensvolles Miteinander und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen den Jobcentern und denen, die auf ihre Unterstützung angewiesen sind. Und es ist unsere feste Überzeugung, dass wir damit auch die Sanktionsproblematik entschärfen werden. Die Sachverständige Fix von der Caritas hat in der Anhörung am Montag Folgendes gesagt, ich zitiere, ich glaube auch, dass sich, wenn wir zu einer anderen Beratungspraxis kämen, das Sanktionsproblem in großen Teilen auflösen würde. Ende des Zitats. Dem kann ich nur zustimmen und deswegen geht es darum, fördern und unterstützen des Einzelnen und der Familie und der Bedarfsgemeinschaft in den Mittelpunkt zu stellen. Daran arbeiten wir. Herzlichen Dank. Ja, während der Rede hier von Martin Rosemann haben Sie gesehen, der Saal hat sich gefüllt, von der Regie hier auch schön eingefangen, einige Szenen. Sie sahen beispielsweise auch Martin Schulz zusammen mit Außenminister Heiko Maas, die gleich hier nämlich bei der namentlichen Abstimmung teilnehmen würden. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren erneut über Anträge der Linken und Bündnis 90 Die Grünen, über Sanktionen
beim SGB II und Leistungseinschränkungen im SGB XII. Wenn man, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihre Anträge durchliest, dann geht es mehr um Ideologie und Klassenkampf, als dass Sie das Wohl der Menschen im Auge haben. Vor allem im Antrag der Linken ist das deutlich zu erkennen. Wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, vom kapitalistischen Wirtschaftssystem sprechen, wenn Sie von Aktivierungsideologie sprechen und wenn Sie davon sprechen, dass wir einen Mangel an Arbeitsplätzen in unserem Land haben, was soll man da noch sagen? Die Frage stellt sich eher, in welcher Welt leben Sie? Unser Land hat die soziale Marktwirtschaft groß gemacht, deren 70. Geburtstag wir vor kurzem gefeiert haben. Nicht ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, wie Sie das darstellen. Bundeskanzlerin Merkel hat bei ihrer Rede, das ist der Unterschied, zum 70. Geburtstag der sozialen Marktwirtschaft zum Ausdruck gebracht, um was es auch bei diesem Thema geht. Es geht um Chancengerechtigkeit, die auf den Einzelnen abstellt und nicht auf das Kollektiv. Jeder soll die gleichen Möglichkeiten und Freiheiten haben, sich nach seinen Neigungen und Fähigkeiten entfalten zu können. Eigenverantwortlich, aber eben auch immer verantwortlich gegenüber anderen. Diese Gedanken werden in zentralen Zielen des SGB II beispielsweise zum Ausdruck gebracht. Erstens, jeder Mensch in unserem Land muss die Möglichkeit haben, ein Leben in Würde zu leben. Und zweitens, die Überwindung von Hilfsbedürftigkeit ist ein grundlegendes Element im SGB II, vor allem die Eingliederung in Beschäftigung. Dieses Ziel des Staates, meine Damen und Herren, muss es deswegen als allererstes in der Existenzsicherung sein, aber als zweites auch Arbeitsplätze schaffen und sicherstellen und die Menschen mit aktivierenden Maßnahmen zu diesen Arbeitsplätzen zu führen. Genau dazu gibt es auch Sanktionen. Wenn das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung davon spricht, dass Sanktionen durchaus mit Verhaltensänderungen und verstärkten Bemühungen der Arbeitssuchenden einhergeht, dass Arbeit aufgenommen wird, dann ist es aus meiner Sicht auch der richtige und ein wichtiger Weg. Und wenn man dieses Gutachten des IAB durchliest, werden Ihre Anträge umso schwerer verständlich. Das IAB stellt also ganz klar Anreizwirkungen fest. Ich war, liebe Kolleginnen und Kollegen, in den letzten Wochen bei meinen beiden Jobcentern und der Agentur für Arbeit im Wahlkreis unterwegs. Übereinstimmend haben alle die Wichtigkeit und Notwendigkeit der Sanktionen aufgezeigt. Die Sanktionen sind wichtig für Aktivierung in Arbeit und nicht für Aktivierungsideologie, wie Sie, meine Damen und Herren der Linken, das darstellen. Sanktionen werden nur in schweren Fällen der Leistungsverweigerung eingesetzt. Ich habe Ihnen doch gerade gesagt, dass ich da war und mich informiert habe über die Arbeit. Das ist Ihre Ideologie, meine Damen und Herren der Linken, unter der Sie leiden. Vielleicht sollten Sie die einzelnen Maßnahmen genauer anschauen. Und bei einem wichtigen Grund, und das gehört auch zur Praxis, gibt es nämlich auch Möglichkeiten, hören Sie doch bitte zu, wenn Sie mit mir reden. Wenn Sie sagen, bei wichtigen Grund gibt es nämlich auch die Möglichkeiten, dass Sanktionen zurückgenommen werden. Also wenn man sich entschuldigt, wenn man einen klaren Grund darlegt, warum man einen Termin versäumt hat, dann wird es auch wieder zurückgenommen. Also all diese Möglichkeiten hat man bisher auch geschaffen. Ich möchte am Beispiel des Jobcenters der Stadt Regensburg einmal die Zahlen aufzeigen. Bei durchschnittlich 5.400 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Jahr 2017 gab es jährlich 996 Sanktionsmaßnahmen. Das heißt, bei knapp 1,5% der Leistungsempfänger werden Sanktionen überhaupt nur ausgesprochen. Und Herr Kollege, genau aus dem Wahlkreis Regensburg, und ich glaube, das sind auch Zahlen, die durchaus repräsentativ für das ganze Land sind. Und wenn man die Entwicklung der letzten Zahlen ansieht, dann haben wir einen stetigen Rückgang der Sanktionen. Seit 10 Jahren sind die Sanktionen um 50% gesunken. Auch das sollte man bei solchen Anträgen durchaus mal sich vor Augen führen. Warum ist das so, meine Damen und Herren, liebe Kollegen? Es liegt auch an der hochwertigen Einzelberatung der Leistungsempfänger durch die Jobcenter und die Bundesagentur.
durch individuelle Beratung der Kunden, die jeden Tag anstehen und ihren Lebensweg durchaus auch meistern müssen. Und es geht, lieber Herr Kollege Lehmann der Grünen, nicht darum, dass wir Macht ausüben wollen, sondern uns geht es darum, dass erwerbsfähigen, leistungsberechtigten Menschen eine Zukunft auf dem Arbeitsmarkt gegeben wird. Und liebe Kollegen der Grünen, Zukunft auf dem Arbeitsmarkt deswegen, der Linken und der Grünen, Zukunft auf dem Arbeitsmarkt auch deswegen, weil wir in einem prekären Arbeitsmarkt wirklich sind. Ja, wir haben einen Fachkräftemangel und da bedarf es auch jedem, der seine Leistung mit einbringt. Deswegen, meine Damen und Herren, wir von CDU und CSU haben ein klares Menschenbild. Bei uns steht der Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit auf der Agenda. Und ein Schwerpunkt der Union ist es, dass wir einen sozialen Arbeitsmarkt schaffen, der ein Maßnahmenpaket dafür sein soll, dass man Menschen, die langzeitarbeitslos sind, wieder die Möglichkeit gibt, auf dem ersten Arbeitsmarkt eine neue Zukunft zu finden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wir lehnen die Anträge ab. Ja, über diese Anträge wird jetzt namentlich abgestimmt. Die Anträge der Fraktion Die Linke und der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie fordern die Abschaffung der Sanktionen bei Hartz IV. Und wenn Sie die Debatte im Gänze verfolgt haben, wird es nicht überraschend sein, dass diese Anträge hier nicht die Mehrheit des Deutschen Bundestages finden werden. Diese Abstimmung, das wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir